Herzlich willkommen zur 101. Folge Hyangon mit dem Piloten. Tag. Wo fummelst du gerade rum? Ich lauf gerade wieder zurück, da wo ich hergekommen bin. Achso, also draußen vom Wald und so. Mhm. Ach nee, das war ja schon. Oder? Nee, das kommt noch. Na dann. Könnt ihr ruhig auch nicht so produzieren, ne? Ihr habt gerade nicht mal mehr. Aber jetzt will ich gleich mehr als genug Rohre bekommen hier. Weil das Schwierige an der ganzen Geschichte ist, jetzt muss ich aufpassen, welche Rohre ich abbaue. Okay, ihr habt einen eigenen Anschluss bekommen. Wo geht der Anschluss hier hin? Da lang. Alter. Hier lang, da lang. Da lang. Das ist sie, genau. Ihr seid nämlich die von da unten. Die wahrscheinlich nur darüber angeschlossen sind, richtig? Richtig. Ja, also die Anlage darf nicht weg. Hä? Warum werden die Schrittsounds auf einmal schneller, bis ich festgestellt habe, dass ich auf einmal an dem Rohr festhing, auf dem einzigen Fleck, wo wir Ziegelsteine gesetzt haben, um unser kleines Malheur zu verstecken? Was für Malheur? Ja, wo das Teer oder was weiß ich ausgelaufen ist auf dem Boden. Nein, das ist kein Malheur gewesen. Das ist halt das war extra. Betriebsunfall. Achso, na dann. Hast du eigentlich schon mal gesehen, dass die Bänder bei Koks in die Stromproduktion stehen? Warum? Weiß ich nicht, die verbrauchen nicht so viel Koks wie vermutlich oder sowas. Ja, genau, die. Hier gehen schon wieder 6000 drin. Ja. Ja, die gehen ja da zuerst haben und wenn die ja stehen, dann dürfen sie sich ja verteilen nach oben. Sag mal, hast du gerade Kohlegas gebeutet oder produzieren wir jetzt einfach nur weniger Kohlegas? Ich habe kein Kohlegas gebeutet. Warum ist Kohlegas fast bei Null? Zumindest in den Rohren. Also es sind 230.000 im System, aber hier ist halt gefühlt nichts in den Kohlegas. Kohlegas. Eine Minute. Wir produzieren aktuell 22.000 Kohlegas und verbrauchen aktuell 24.000 Kohlegas. Hast du irgendwas geändert? Hast du irgendwo Kohlegasverbrauch angebaut? Nö. Gut. Ach doch, pass auf, das liegt daran, dass die beiden Anlagen jetzt hier gar nicht mehr laufen, weil wir da ja oben die noch anschießen müssen. Also wir haben jetzt im Moment ja deutlich geringere Produktion. Wobei die eigentlich auch nie gelaufen sind, weil die ja noch voll waren. Ja. So, jetzt kommt die blöde Frage der blöden Fragen. Wie machen wir dann weiter mit Forschung? Sagen wir dann, wir gehen erstmal als erstes dann auf Landfill, um einfach diese Stellen, wo wir Landfill mal bräuchten, halt machen zu können? Zweieinhalb. Also nicht so viel verhaltensmäßig. Ja. Damit wir halt diesen Fleck hier hinten zum Beispiel mal voll machen können, da wo wir es halt wirklich brauchen, auch. Ist ja zum Beispiel auch bei den anderen Forschungsflaschen-Ding so, dass man da auch gut an ein, zwei Stellen Landfill setzen könnte, um gewisse Wege etwas zu verkürzen und so weiter und so fort. Oder schöner zu bauen und so weiter. Ja, und dann so würde ich sagen, mach Landfill auf alle Fälle erstmal als nächstes rein, wenn Dings durch ist.
Vor allem ist das ja auch so eine Sache, die jetzt nicht so lange dauert, bis wir da sind. Und dann haben wir dann nicht mehr das Problem, dass die Steine zum Beispiel bei Eisen reinstehen und so weiter und so fort. Weil die fressen dann ja tonnenweise. Könnten wir die Steine auch einfach, die von da kommen, sagen, wir verarbeiten die zu Landfill oder was weiß ich. Ja, Hauptsache, dass wir erstmal so ein bisschen was da haben. Richtig. Ja, ich meine, wir haben ja unser Steinfeld. Na, eine halbe Million ist noch drin. Aber es kommt ja überall relativ viel raus. Die Frage ist dann halt aber auch, ob wir ein auf, wir suchen, gucken einmal über unsere Hauptbasis sozusagen rüber, gucken, oh, was für Erzfelder haben wir denn noch hier Tolles drin, so, und suchen dann nach dem besten Verbraucher dafür, so. Kupfererz ist jetzt ja bald leer und Eisenerz ist ja leer gelaufen inzwischen in der Base. Das heißt, die Schmelze und die Erzförderer können dann gleich hier raus, wo mal irgendjemand da vorbeikommt, so ungefähr. Und Kupfer sind ja auch nur noch in Anführungsstrichen 136k. Das heißt, es ist ja auch nur eine Frage der Zeit, die aber nicht mehr so lange dauern sollte. Raw Coal ist halt das Problem, da ist ja noch arsch viel übrig, so. So, das sind ja 77 Millionen, so. Das dauert ja Jahre, bis das mal weg ist. Aluminium ist ja das Problem, dass wir davon zu wenig Koks hinten haben, dass es nicht schnell genug wegproduziert, dadurch steht ja das ganze Erzfeld so gefühlt. Bei Tin geht's einigermaßen, da fehlt noch ein bisschen vom Feld zu bestücken, aber es geht einigermaßen weg. Und das ganze Steinfeld ist ja eh schon angeschlossen da, das wird ja auch mit so wegproduziert. Quarz ist ja auch schon alles angeschlossen. Ja, Blei ist eine Sache für sich, Chromium ist eine Sache für sich. Titanium in der Basis haben wir ja noch gar nicht angefasst. Ach verdammt, das Molten Gas, das darf ich hier gar nicht wegreißen, weil das Molten Gas ist ja das Molten Gas für unten, für deine Forschungsanlage. Muss halt das andere Rohr da anschließen oder so weiter. Oder halt jetzt die ganzen optischen Sets irgendwo anders hinsetzen. Ja, ich muss mal gucken, wo ich jetzt hier durchkomme. Und vor allem, wo ich jetzt das Rohr habe. Da wäre das Glasrohr. Dann muss ich mir das da vorne nehmen. Das werden wir wahrscheinlich eh gleich mal umlegen. Landfill wollten wir dann machen. Ja, wenn das nächste durch ist, Nickel Processing, dann geht die Diskussion von vorne los. Und was machen wir dann? Ja, das ist die große Frage, so. Man kann ja unauffällig gucken, so. Die Frage ist, ob man halt erstmal nur auf Sachen guckt, die naheliegend sind, also Ja, so naheliegend halt die eine Forschung nur sind. ich würde jetzt einfach erstmal abwarten, bis jetzt erstmal zwei Forschungen durch sind. Weil ansonsten können wir es halt nicht reinpacken und dann stehen wir dann da wieder. Ja. Ach, warte, was ist das hier für eine Anlage? Ping-Pong kann ich dir sagen, welche Anlage das ist. Ja, ich muss gleich mal. Das habe ich jetzt gerade bloß im Augenwinkel gesehen. Ich muss gleich mal hier rüber. Warum stand die hier? Weil ich irgendwas davon brauchte. Nee, weil wir. Ich hatte das gesetzt, weil wir zu dem Zeitpunkt einen großen Mangel an Dings hatten, an Kohlegas und wir deutlich zu viel Kthär hatten und ich irgendwo für Kohlegas brauchte. Und dann hatte ich dich gesetzt zwischenzeitlich und dann hast du irgendwann mal deine andere Anlage später gesetzt gehabt. Ah, okay. Die kann aber eigentlich weg, weil du ja eine größere Anlage an einer anderen Stelle hast. Na gut, die läuft eh schon seit Ewigkeit nicht mehr. Richtig, aber
Platz. Es ist ja trotzdem, der weggenommen wird für nichts und wieder nichts ungefähr. Okay, jetzt habe ich es geschafft. Das hat lange Zeit gedauert, bis ich endlich mal einen Stromer zerwischt habe, der ganze Bas abgeklemmt hat. Aber nur deine Seite der Basis, weil ich auf der Stromseite bin. So, jetzt habe ich jetzt schon wieder so viel Zeug im Inventar. So, warum kommt von hier unten nur noch so wenig Quarz? Was ist da los? Halt nichts mehr so viel, weil da nicht mehr so viel steht. Da sind ja nur noch 6 Förderer. Und so schnell sind die jetzt auch nicht. Ah, okay, da liegt das. Und dann speise ich ja auch noch einen kleinen Ticken da ab. Deshalb, eigentlich hast du gar nichts abgeklemmt, weil eigentlich kommt mein Glas, was ich unten bei der Forschung habe, selbst von da unten. Eigentlich. Ach so, stimmt. Ich habe nur das eine Rohr gesehen, aber von da unten kommt ja noch ein Rohr. Ausgang füllen. Die Frage, wo geht das Wasser hier hin? Das sieht aus, als ob das nach oben geht, dann sollte ich das vielleicht stehen lassen. Kann sagen, was du willst, aber dein Aufbau bei der bei den botanischen Gärten ist sehr interessant. Warum? Naja, du hast hier zwischendurch halt so Doppelung und Dreifachung von Greifamt, die an dieselbe Dinge rangreifen, obwohl du, glaube ich, das eigentlich nicht wolltest. So. Nö. Hast du jetzt alle botanischen Gärten oder wie? Nö. Botanische Gärten noch nicht, aber ich bin gerade dabei, all die ganzen anderen Sachen hier ranzusetzen. So. Ich suche gerade die Kiste. Ich glaube, hier müssten die Kisten stehen. Da müssten natürlich auch noch botanische Gärten dort sein. Ja, ich guck gleich mal. Oh, ich stehe fast daneben. Moment. Ja, 23 Stück sind noch drin. Kein Strom mehr. Oh. Das war ich nicht. Die auch nicht. Hä? Moment. Und die auch nicht. Aber die haben Strom. Okay, Moment. Ratter. Wenn ihr Strom habt, dann müsst ihr da ja schon anliegen. Ah, danke. So, das heißt, die Anlage kann noch weg.
Das Fissmann können wir noch darlegen. Jetzt haben die keinen Strom mehr, auch gut. Aber die da oben haben wir Strom. Ich liebe unsere Stromverteilung jedes Mal wieder. Ne? Okay. Ich glaube, ich habe jetzt hier oben aufgeräumt. Achso, ne, die Anlage muss dann ja auch noch weg. So, jetzt muss ich. Ich muss mir jetzt auf jeden Fall erstmal diese Teerverarbeitungsgeschichte da angucken. Wie das hier funktioniert. Also du musst hier, was sind das hier? Kreosit aus Teer. Du auch. Du auch. Und du musst aus Kreosit. Kreosot. Okay, das heißt, ich brauche also massiv erstmal viele. Von diesen komischen Teerverarbeitungseinheiten. Dann und das Gummi da unten jetzt hier mal angucken. Das ist hier, das ist ach. Das hier ist Titan. Du machst aus den Kohlenwasserstoffen. Das andere Zeug da, ja. Du machst da ein Industrius. Du machst auch Teer. Ist das 1 zu 1? Bei den, großen Teilen da, ja. Bei Reformer und Schwerölwaffenries ist bei der gleichen Stufe 1 zu 1, ja. Du brauchst ein in 2 Sekunden und du machst ein in 2 Sekunden. Mhm. Schön. Das heißt eigentlich Schritt brauchen wir bis vorgefundene Schmelze. Achso, und hier haben wir. Ach, da haben wir gleich das Titan. Haben wir irgendwo noch. Ach, da haben wir auch noch 1,8 Millionen sind das hier oben nur. In der Basis. Jetzt sollten wir das wahrscheinlich erstmal leer machen, wa? Das dann da oben reinlegen. Und die beiden Vögel, die brauchen 32 pro Sekunde oder was? Wieder Bohr-Equipment. Nee, die ist, aber 32 Maschinen von denen machen insgesamt macht eine ein Viertel pro Sekunde. Hä? Ein
Gummiteil macht ein Viertel pro Sekunde. Oder ein Viertel Gummi pro Sekunde. Oder vier. Oder eins in 4 Sekunden. Das Oder hier habe ich. Oder macht das 2 in 4 Sekunden? das macht 2 in 4 Sekunden, also 1 Ziel, 2 Dann brauchst du nur Sekunden. 16. Huhu. Gott sei Dank, nur 16. Toll, nur 16. Wie heißt das Ding? Reformer. Also so ein Ding brauche ich da. Und wie ist das andere Ding? Reformer und Schweröl oder irgendwie sowas. Schweröl-Raffinerie. Schwere Rüstung habe ich hier. Schweröl-Raffinerie. Schwere Rüstung wäre einfach zu bauen, das ist eine Scheiße, ey. Ja, ist klar. Also wer soll denn das bauen? So. Kein Blei. Ich habe kein Titanium. Oh. Titanium ist das Einzige, was wir hier machen, ne? Das habe ich ja gesagt, wir brauchen, glaube ich, mal mehr Titanium. Alter, okay, das heißt, ich brauche nicht nur 16 fortschrittliche Schmelzen für die Schwerölraffinerien, sondern... Wie schmelzen kannst du auch klauen von Eisen, ne? Von dem alten. Ja, aber die reichen bei weitem nicht. Da stehen 20 Fünf, oder 30 Stück. 15, 15, 20. Und da sind schon welche abgeknöpft worden. Das Die sind bei Ziegelstein drin. ja, das ist, da habe ich nur 20 Stück, das reicht nicht. Dann guck doch da rein, da sind auch noch 40 oder sowas drin, glaube ich. Oder sind das keine Schmelzen? Wo? In der einen Kiste von meinem ehemaligen Inventar. Da ist auch irgendwas drin, aber ich weiß nicht, was genau das ist. So, ein Dinger mit Teil da. Fortschritt. Ich gehe da wieder hin. Ja, ist. Habe ich zumindest schon mal 6 Stück abgerissen. Hätte ich erst sagen sollen, wenn du die ganze Schmelze abgerissen hast, ne? Ja. Anfängerfehler oder so ähnlich, ne? Meins. Hier ist ein geiles Inventar. Hatte, hallo. Das ist mein ehemaliges Inventar. Ja, okay. Das brauchen wir. Hat aber bestimmt noch hier Massen nach den Bleiplatten drin. Auf jeden Fall. Und jetzt ein Zinn. Okay, fehlt doch ein Scheiß im Inventar gehabt. Ja. Dabei 84 Titanium-Platten. Der reiche Boy hier, ey. Unglaublich. Ich laufe auch mit 5000 in meinem Inventar rum, von dem weißt du noch. Okay, ich habe ehrlich gesagt gar keine mehr im Inventar. Keine Ahnung, wo die gelandet sind. Kohle. Ach, guck mal hier. Aber kein Blei hat er. Echt schlimm mit dem, ne? Katastrophe. Und gleich kommt es auch wieder. Weiß ich jetzt schon. Könnte ich mir einen umziehen. Pass auf. Cloud! Nee, das meine ich eigentlich nicht. Achso. Wir haben zu wenig Strom. Ach ne, haben wir doch noch nicht. Mein Fehler. Das brauchst du und du brauchst das und das und jetzt brauche ich da noch das und da das. Was ist das? Chrom? Das hat bestimmt. Also sowas hat Felix immer im Inventar, so ein Scheiß. Hatte ich, glaube ich, sogar wirklich. Da ist Chrom bei Felix, wunderbar. Pass auf, das braucht jetzt aber 10.000 Chrom. 10 Chrom. Da Toll. musst du halt das Chromerz, was da hinten in den 300 Kisten steht, mal in den Ofen rüberpacken. Oh nee, ich habe keine Schmelzen übrig. Ja, aber hinten stehen ja Öfen. Oh, warte mal, wo war Chrom? Ah, das habe ich glaube ich selber irgendwann mal hingeboten, so in der zweiten Folge oder so. Ja, weil die Flüssigkeit von irgendwas loswerden wollte, ist richtig. Stimmt, das war so ein Käsegras. Warum gibt immer 2000 Chromrohr? Könnte ich es einer mal wieder 2000 abarbeiten? Weißt du, was der Vorteil jetzt ist? Jetzt gehen wir einfach zu alten Eisenschmelzen hin und nutzen die dafür. Jetzt.
500 oder 6, hätte ich immer mehr mitnehmen können. Hier gehen wir euch da nochmal Kupferplatten. Aber das darfst du leider erst in der nächsten Folge machen. Oh, jetzt hat er es gemerkt. Oh. Achso, das meintest du, okay. Ja, genau das meine ich. Also, wir schmeißen das Zeug jetzt hin, nicht, dass das ist hier. Ach, guck mal, das kommt so. Alter, das ist geil, das kommt sogar auf dem Fließband. Jetzt lege ich das Eisenfließband wieder zurück. Bis nach hier vorne hin. Mit Untergrund, da runter, mit Untergrund da runter und kommt direkt neben mir raus. Alter, mega geil. Brauche mich nicht mehr zu bewegen. EPIA oder so ähnlich, ne? Jawohl. Gut, dann würde ich sagen, kommt rein. Bis nächstes Mal. Und tschüss. Tschüss.